Wir haben von dir einen sehr interessanten Psalm für uns. Psalm 2. Ich wollte am Anfang die erste Satz falsch lesen. Warum sind die Fälscher so widerspenstig, in die Menschen plonen Dinge, wo nicht durchhinge es? Die Kenningsappe ihr saten sich jähen an, in die Leder stohnen sich taub jähen den Haaren, in sehnen gesolvden Chinich. Sie seien, wel wir ihre Käden tweirieten, in ihre streng waschmieten. Ober dei wort am Himmel, ob dem Traun satt, lacht, in merkt an zum Spott. Hei wort an seinen Euer zu anreden, in an mit seine Wut ängsten. Hei sagt, ob Zion meinen heiligen Borch, hei ich meinen Channing angestellt. Dis Psalm lat uns tauhieren, wort Gott auch sein Sehen zu sein haben, über den Abruhr von den Menschen jähen an. Dit is ein wunderbarer Psalm von Gott aus Channing über die ganze Welt, in wo die Dach kämmt, wo alle Menschen dort waren matten taustohnen. Die Psalmist stellt eine Frau, worum tauben die Heiden, und worum reden die Völker so ein Verjefstjet? Wort meinte hier mit tauben in Verjefstjered? In viele Länder von dieser Welt will es von Gott nuscht nicht weiten. Dort jeft sogar Länder und haft so eine Länder gejeft, wo sie prauben Gott rein ganz rütteschlüten. Ich denke an die Zeit von 1917, 1918, als die große Revolution in Russland kam. Dort wie die Zeit von Lenin. Lenin wie der Heerführer, der Leider, wo diese Revolution, diesen Abstand, jen den Zar in Russland, hat angespannt. Und als Lenin dann der Leider ward von Russland, in Russland kommunistisch ward, seht er, dass die Religion ist so ein Betäubungsmittel für die Menschen. Das macht wie Uteraten. Hei prauft sein Bastet, in oher Stalin, prauften die Christen Uteraten. Unsere Mennoniten, wo zu der Zeit in Russland wohnten, wurden entweder angebracht oder versprengt über ganz Russland, und besonders nur Sibirien und weit im Norden. Und dort, wo sie früher hatten, ihre Formarien gehabt, in ihre eigene Kirchen, dort ward alle verdestaviert, und da wohnten andere. So ist dort, wann der Mensch je in Gott ist, und will Gott über das Land überraten. So haftet eine Geschichte, als sei er Völken gejeft, und dort jaftet auch noch von dir. Und davon redet der Psalmist hier in diesem ersten Vers, und er stellt hier eben die Frage, worum tauben der Heiden, und merken so einen grauten Abruhr, und reden so eine verjeftste Dinge. Vers 2 sagt uns, wort sie seien und denken. Die Kenningsappe ihr saten sich jähen an, in die Leder stohnen sich taub jähen den Haaren, in sehnen gesolvden Chinig. Wir merken in den zweiten Vers, dort sind Chinige und dort sind Herren, dort sind Leder, so ne wort Heerführer wären, so ne wort hat seien hoden in diese Länder. Wer wären diese Heiden oder diese Fälscher, wovon hier der Rede ist. Zu den Psalmist seine Zeit, dacht er besonders hier an die große Länder rund um Israel. An wo ein Land denkt für das Erste? Na, ich nehme an Ägypten. Wie weit ihr noch von Ägypten, wo das Volk Israel da mal seine Zeit versklavt wird? Und aus Moses, der ich Gott sein Befehl an wohl rütfieren, wie weit ihr all die Plören, wo da kommen, und wo die Pharao von Ägypten, immer war er nee seht, wann er auch all hat jo gesagt. Ich nehme an, er dachte auch an so'n Länder aus die Assyrer, die Babylonier, die Syrer und die Philister. Dort wären alles Länder rund um Israel. Und das sagt hier, sie saten sich jähen an. Sie stahlen sich widerspenstig jähen Gott in seinen Gesalvden. Wer wird der Gesalvde? Dort wir sehen sehen, die Christus. Hier alltäglich im Alten Testament ist der Red von Gott, dort er mehr ist als eine Person, wie es hier sind alle in diesem zweiten Psalm zwei Personen genannt, eine Gottheit. Dann sagt er auch, in die Leder stohnen sich taub jähen den Haaren, in sehnen gesolvden Chinig. Sie berotschlossen ungeren Ander jähen den Haaren.
Schau, ich denke, dass dort allemal eine passiert ist. Eine steht in der Bibel, was mir besonders kämmt, ist die Zeit, als die Menschen sehen, weil wir uns in Tarm bühen, was bei an den Himmel regt. In anderen Worten, sie leiden, dass wenn sie diesen Tarm hauen, dann wird Gott an nichts mehr daunen können. Dort wie auch eine Zeit, wo die Menschen berotschlossen deiden, wo sie sich können gegen Gott stellen, und Gott, der das alle zu nichts merken. Vers 3, lasst uns weiten, wo diese Leider reden deiden. Sie sagen, weil wir ihre Käden tweirieten, in ihre streng waschmieten. Was meint dort, wenn diese Könige sagen, wie wollen ihre streng tweirieten? Wären diese Könige dann gebungen? Und was für ein Sinn wollen sie frei sein? Ich nehme an, dass das so wäre. Sie wollen nicht mehr von Gott seinen Geist gestraft worden, so es in Noah seine Zeit. Wie weit ihr dort in Noah seine Zeit, die Menschen sich nicht mehr strafen wollen loten vom Geist Gottes? Und wenn ich das Wort strafen brauche, das da in der Bibel steht, dann meint dort, dass sie wollen nicht mehr haben, dass der Geist Gottes anmohnen wird, in einen schlechten Gewissen geben wird, wann sie so eine gottlose Dinge deiden. Und nun sagen sie, dit sind sie schäden, dit sind sie streng, weil wir uns den losschlonen. Sie wollen dort ausleben, was angefallen. Sie wollen nicht immer ein schlechtes Gewissen durch den Geist Gottes haben. Sind du und ich nicht auch zum Teil damit geplagt, wir mochten lieber an seinen eigenen Weg gehen? Und wann wir was verschuldigt haben, würden wir nicht lieber haben, dort wir kein schlechtes Gewissen hatten? Dort, wo ohne eine Plage am Horten, können sie wiederleben? Die meisten Menschen würden dort sehr gleichen. Sie gleichen nicht, ein schlechtes Gewissen zu haben. Und da werden proben viele Menschen, frei zu werden von diesem Gott, von seiner Streng, was sie seien, dann anbingen. Vers 4 lässt uns dann weiten, wo Gott über diese Berotschlussung denkt. Und durch haben dort graute Ober. Durch steht, ober dei, wat am Himmel ob dem Thron sat, lacht und merkt an zum Spott. Wat meint dort? Dort Gott wird die Menschen utlachen und verspotten. Dort haben uns gar nicht feststellen, dort Gott, der du am Himmel wohnt, dort der du auf seinen Thron sat, und dort die wird über die Menschen lachen. In Psalm 37, 13 redet auch davon. Du sagtet, der Herr lacht über am, wie es sie sieht, dass sein Dach schämt. Du redet von der Gottlose. Und Gott sieht, dass sein Dach schämt. Dort heißt, die Dach vom Gerecht. Und er sagt, er lacht dort über. Wenn wir das so im Alten Testament lesen, dann müssen wir das richtig verstehen. Gott ist nicht so als ein Mensch, der sich über andere freut, wenn er das schlecht hat. Wenn das hier sagt, Gott, der im Himmel sitzt, lacht, dann ist das eine bildliche Sprache. In anderen Worten, dort, wo Menschen daunen würden, wenn die in dieser Lehre wären. Das trägt uit, wo verdreht das ist, wenn ein Mensch sich wirkt, gegen Gott plons zu merken. Wenn das nicht so trurig wäre, dann könnte einer überhaupt sagen, dass wir spossig, dass ein Mensch das überhaupt proben würde. In dem Sinn, erst das Wort lachen geht. In dem Sinn kann ich sagen, Gott lacht darüber. Dem kommt dort so nüchtig für, dass die Menschen dit würden proben. Wenn ich den Vers lese, dass Gott im Himmel darüber lacht, wo die Menschen diesen Abstand je in Arm sich ausdenken, dann denke ich immer an das Beispiel von den kleinen Hund. Wie wir nun mal wo spazieren, in diesem Lied hatten ein ganz kleines Hundje. Jo, dat wir nicht mal bloß ein kleiner Hund, dat wir ein Schauthund. So ein Hund, wat einer aber Schaut haft, dem kann einer gut in zwei Hängen holen. Aber, dis kleiner Hund, der wir so abgeregt über uns, der ballt so los und deut sich, es wann er sehr graut und storch wir, als wann er uns würd zu dir fliehen. Aber wie hat ihr den Hund sehr leicht mit einer Hand wachwaschen? In andere Wied, für den Hund wird das sehr, sehr ernst. Für uns wird das meist lachrig. So macht wir uns diese Lehre feststellen, wenn die Menschen sich proben, was auszudenken, dass sie wollen gottlos sein. Das ist ein bisschen so, als das ganz kleine Hund, was sich so abreagiert über einen großen Mensch.
En vers 5 jij dat weer en zegt, Hij wordt aan zijn oren te aanreden en aan met zijn woordengsten. Die mensen hebben zich nog immer je in God gesteld, aber hier schien de psalmist van de toekomst te reden. Wie hij zegt, Hij wordt eines deres met aan zijn oren reden. Wann hij zegt, Hij wordt aan zijn oren te aanreden en aan met zijn woordengsten. Dan redt hij offensichtlich van eng van de tijd, wann die mensen zich onder den Antichrist worden jähen Gott versammeln. Lieber Tauhira, dat jaft nog so'n tijd, wann die Antichrist wordt op deze welt regieren, en die wordt die Fälscher ein nur dat andere alle op zijn Sied holen, en zijn Plan is, hij wil den Gott vom Himmel vom Thron raufschüben. En wo wil hij dat? Hij wordt die Menschen versammeln zu een grauten Krieg, en dat is die Krieg von Armageddon. En dis Krieg wordt jij in Gott sennen, in jenen sein Volk, besonders die Juden, wo zu der Zeit noch leben wurden. Und dort finden wir in Zacharia Kapitel 12, 3, ziemlich klar beschrieben. Jerusalem wird ein Loststein sein für alle Völker. Wir können das auch so sagen, Jerusalem wird eine Stadt sein, wird für alle Völker wird ein großes Problem sein. Sie wollen endlich wollen Jerusalem annehmen und ausrotten. Und dann sagt er hier wieder von diesem Loststein. In jeder Volk, wo dem Wort Wellen wieder saaten, wird sich sehr schnieden. In alle Fälscher wurden jähen erkommen. Diese Tiet jämt noch. Und davon redet der Psalmist, wenn er sagt, aber Gott wird eines Dörres mit an, in seinen Ohren reden. Dann sei wie von Vers 6 bis Vers 9 in diesem Psalm, dort Gott in seinen Sehen hier zu reden kommen. Die drecken sich ut. En Vers 6 redt Gott zu dieser rebellischen Menschen. En hij sagt zu an, Ab Zion, meinen heiligen Burg, ha ich meinen König angestellt. Wann die Völker sich alle zu den grauten Krieg von Armageddon versammeln wollen, erst dort dorthau, dort der Antichrist Gott vom Thron schüben will, en hei der Herrscher von der Welt wird. Gott sagt aber, Hij heeft zijn kenning in Jeruzalem en gezet. Dit wordt ons ook in Zacharia 12 vers 9 profetisch doorgesteld. Dit zal nog passieren. En daar zegt het zo. Wann die tijd komt, waar ik al die doorslonende je in Jeruzalem komen. Ik word dan over David zijn nu komen, en die lied in Jeruzalem en in juist uitgeiten, dat ze in met lieden met een onderhaben worden en onbeden worden. En antwortet schot zennen über dem, den sie gestärken haben. En sie worden dort über trüren, so es einer even einzige Kind trüert. Sie worden sich grämen und worden heilen, aus über den Tod von einem seinen Erstgeborenen. Habe dort verstanden? Gott sagt hier zu diesen Menschen, Je wollen jünen kennen in Jerusalem, Hansaten, je wollen mich wegschüben, Oba, Check doch einmal, ich habe meinen Channing in Jerusalem angesagt. Und wer wir dort? Der ist hier klar beschrieben, das sagt hier. In antwortet Schot seinen über dem, den sie gestärken haben. Die Juden wird verantwortlich werden, dass Jesus am Kreuz genagelt wird, und nachher dort an das Schwert in der Sieden angestärken wird. Den wollen sie plötzlich erkennen als ihr Messias. Den wollen sie annehmen aus der Channing, was Gott dort in Jerusalem hat angesagt aus der Channing. Und sie wollen klären, das meint, sie wollen Büße tun. Ist das nicht was Wunderbares? Gott wird das noch einmal alle so führen, dass diese Menschen, die so blind gewesen sind, wollen dort erkennen. Ne früher, wo stehst du von dir? Stehst du die jähen Gott stahlen? Stehst du jähen am Reden? Mochst du jieren, dat hei nicht meier ewa die regieren deid? Denk doch mal no, Gott is genedig. Hei haft seinen Channing angesagt, wat für die gestorben is. Du brückst nicht meier jähn am Kämpfen, du kannst am annehmen. Und dann bist du sein Freund. Du machst doch Büße tun, so ist diese Menschen hier. Willst dat andere is ganz verjäfstig, dat wird alle tenuscht worden, wat diese Menschen sich jähn Gott utgedacht haben.
hast du ein Wort voll Sorge, weichst du nicht gütig nicht gern. Entsetzt du jeder Morge, auf Arme los du läufst tanzt. Tanzt du Jesus Christus, tanzt du selbst ein Fremd, weilst du dort heilreich dir. Jesus sagt, komm ne mies in mein Tent. Sei am Wort oben Wortes, dort alles Wort gedrängt. Hei es am Tritt gestorbe, Jesus, dein Heil, deinem Schmerz. Hast du ein Wort voll Sorge, weißt du nicht hüt, nicht gern. Entsetzt du jeder Morge, auf eine Lust, du läufst tanzt. Tanzt du, Jesus Christus, tanzt du selbst. Freund, weißt du dort heilreich dir. Jesus sagt, komm ne mies in mein Tent. Tanzt du, Jesus Christus, tanzt du selbst ein Freund, weißt du dort heilreich dir. Jesus sagt, komm ne mies in mein Tent. In den nächsten Aufschnitt, tja, wie tauhieren, wo Gott des Sehen sagt, wird hei in sein Vater lang träg in der Ewigkeit berät haben. Hier in Vers 7 redet der Herr Jesus, des Sehen Gottes. Hei sagt hier, mein Herr, in anderen wird mein Vater, hat zu mir gesagt, du bist mein Sehen, von dir habe ich dich gezeuget. Vers 7 redet von Jesus seine Geburt, aus Gott in Menschengestalt hier auf Erden kam. Durch wen sagt er durch, Gott seh zu arm, du bist mein Sehen. Diese Rede zwischen Gott der Vater und Gott der Sehen passiert all lang, lang ehe der Welt überhaupt geschaffen wird. Dann check mal Vers 8, und du sagst dort, früher mich doch noch, und ich würde dir Heiden aus dein Eigentum geben. Dies Vers scheint ab der lange Gnodentiet zu dienen, die Tiet von Donners Jesus num Himmel fuhr, aber die Tiet, wann er weiterkommt. Und was soll in dieser lange Gnodentiet passieren? Das ist die Tiet, wo Menschen können Büße daunen in Christen waren, in sich Jesus anschlüten im Glauben, und dadurch wurden sie in Port von seiner lebende Gemeint. Und was tat Jesus von der an dieser Zeit? Er tat uns vor dem Vater vertreten im Gebet. Nu ist das ein prophetischer Vers, der redet davon, wo Jesus wird Gott den Vater werden, und Gott wird am der Heiden aus Eigentum geben. Und dort passiert von der. Unsere Vorfahren wären auch einmal Heiden. Aber Jesus fiedert so, dass die Missionaren nur unsere Vorfahren gekommen sind, dass sie können zum Glauben kommen. Und die haben dann wieder vertellt, dass wir auch leben können. Von der gehen Missionaren und Evangelisten und Prediger und christliche Arbeiter rüht in alle Länder von der Welt, worum? Dass sie wurden Jesus sein Eigentum wurden. Und davon redet es falsch. Die nähende Vers redet von der letzten Zeit, wann Jesus wiederkommt und hei seine Feind schlone wird. Dit passiert, wann Jesus kommt, um diese Fälscher hier auf Erden, die sich je in ihm versammelt haben, zu rechten. Dann wird dort eine Erfüllung kommen. Und so sei wie dann, dort in die Vers 7 wird nähen, als dit Gespräch zwischen Gott, dem Vater und Gott, dem Sehen, aber dort ist immer zu verschiedenen Tiden gewasst. In Port davon,
Vergrundlegung von der Welt, ein anderer Punkt, in dieser Gnadentit, und das letzte Punkt, ab der letzte Tit, wann Jesus wahrkommt. Und dann in diesem letzten Aufschnitt, gibt der Psalmist aus Predia seinen Rot an all die, wat jähen Gott rebellieren. Lot jünt von Amstrofen, sagt er. Lot jünt hat gefallen. Wann Gott jünt raupen det, daut am nicht aufschüben. Deint am mit Furchten zattern. Dort meint nicht anders, als dort wir sollen Respekt haben vor Gott. Wir sollen uns vor am Furchten. Nicht, wills wir vor am Angst haben motten, wann wir Büße dönen. Aber wann wir rebellisch sind, dann soll wir Angst haben. Wills der Janja, wat rebellisch ist, der wird umkommen. Er sagt hier, wir sollen den Seen küssen. Diesen Ausdruck muss wir verstehen. Und ja, nur der, was der Psalmist schrieben hat, wenn die Tschernig auf sein Trauen saut, und irgendwer mit am reden will, dann wird die kommen und wird seine Hand küssen. Dort wie ein Tierchen davon, dort hei diesem Tschernig ungedohn wir, dort hei wellich wir dort zu daunen, wat die Tschernig will. Und da wir ihn brückt hier den Ausdruck, wir sollen den Seen küssen, dort sein Euer nicht je in uns brennen wird. Aber dann zum Schluss sagt er noch, Ober Gott für dich, der ihr vertrühen ob Gott saten. Schein ist es für dich, wunderbar ist es für dich, wat ihr vertrühen ob am saten daunen. Hab ich nicht ein wunderbarer Gott? Ein Gott, wat rechten wird, aber auch ein Gott, wat gnädig ist? In welche Wort, wie können von dir in dit Leben uns entscheiden, ob wir wollen jedem Gott rebellieren, ob wir jenen am wahrer spannstig wollen sein, oder ob wir am annehmen. Der Psalmist lässt uns sehr klar weiten, hier ist ein grauter Abstand in dieser Welt, und viele Menschen sind mit Blindheit geschlagen, dass sie diesen Abstand jenen Gott auch mitgehen. Du brauchst es aber nicht, wann du die freiwillig für Jesus Christus entscheiden lässt. Weil wir noch beten. Lieber Herr Jesus, wie danken die, dort es möglich ist, die zu tschanen? Wie danken die, dort wie nicht mehr im Trich stohnen mit die? Wie danken die, dort wie tschanen und deine Sied stohnen? Wie es deine Sied wird zum Schluss gewinnen? Und wie wollen und dein Sied sein? Nicht bert, wenn du Sohne sein, wird die noch nicht tschanen, wird noch immer jenen die rebelliert haben, dort die von dir mochten erhört, die ewig geben. Amen. Wann Sie noch Fragen haben, über dort, was Sie auf dit Programm gehört haben, meine Telefonnummer ist 205-346-0523. Ich wünsche Ihnen allen eine gute Woche. Auf Wiedersehen.